Vielen Dank, Frumi, für diese audiosensorische Wohltat. Das war. Es ist tatsächlich ein Lied, was uns gut repräsentiert. Und jetzt, wir kommen gleich zur Sache, es geht gleich los. Die Charaktere sind natürlich aus naheliegenden Gründen nur so mittelmäßig gut drauf. Wird es Spannungen geben? Ja. Wird es spannend? Klar. Easy. Viel Spaß und bleibt geil. Aus aktuellem Anlass lassen wir heute mal das Intro weg, bla bla, jetzt mal scheiße, bla bla. Und zwar: Jojo und Kaban, der Love Train. Wie steht sie dazu? Ich lasse dem Mädchen das erste Wort. Also, aus gegebenem Anlass sehe ich da genau drei Optionen. Ach, drei. Drei, ja. Genau drei. 1, 2 und 3. Willst du die auch benennen? Nein. Gut, okay. Die richtige Antwort war 3. Okay, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, die Leute können gerne Vorschläge machen und dich jetzt irgendwie da rausmuschießt. Willst du das vielleicht wenigstens erklären? Also zum einen, der Vorschlag selber, den habe gar nicht ich gemacht. Okay. Ich habe zwar den Vorschlag gemacht, dass man aktiv Einfluss darauf auf unser Spiel nehmen kann, aber nur, wenn das keine negativen Auswirkungen aufs Spiel haben könnte. Ich dachte, das war völlig klar und soweit können die Leute mitdenken. Das heißt, du beschuldigst letztlich Zuhörer, dass sie dumm sind, ja? Nein, tue ich nicht. Wo habe ich das auch verstanden? Nein, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Ich habe den Enthusiasmus der Zuhörer sehr geschätzt und das war natürlich ein Scherz, den sie da gemacht haben. Das ist mir doch völlig klar. Ach so. also vor allem, das ist gut, wir haben jetzt gesagt, aktueller Anlass. Das wird irgendwie so in 6 Wochen später sein, aber okay. Es ist ja so, ne? Sind wir ja mal ganz ehrlich. Klar, wäre es super witzig, so ein Drama zwischen den beiden zu haben. Aber ich meine, man hat nun mal keine Fickerei in einer Band, in einer WG und unter Runnern. Das macht man einfach nicht. Und erst recht nicht unter Spielern. Man kriegt nicht da, wo man arbeitet. Genau. Das ist ganz furchtbar. Wirklich. Tut mir leid. Können wir nicht machen. Wie war das? Der Fuchs jagt nicht im eigenen Bau? Ich finde, man ist nicht da, wo man scheißt. Halt ehrlich, besser. Ist auch besser. Okay. Cute. Man steckt seinen Penis halt nicht in die Zaubermöse. Sonst wird einem der Wunsch nicht erfüllt. Muss man Geld in den Brunnen werfen, dann passiert was. Nee, das ist auf so viele Art und Weisen falsch. Stimmt, man muss in die Zaubermöse. Ja, Mann. Gut, aber haben wir das geklärt? Das ist immer dabei. Ich würde das auch nicht unterstützen, bei denen. Das wird nicht gemacht. Wir werden Spielerwünsche einfach nicht berücksichtigen, Ende. Nicht Spielerwünsche hier, ich meine Zuhörerwünsche. Aber dafür kriege ich euch beide vielleicht zum Camping irgendwann. Das wird Na klar, passieren. Auf jeden. Ja. Das kann super. Genau dann passieren, wenn du uns die Möglichkeit dazu gibst. Ich finde das super. Gut, Camping sagen wir kann mal, ich. Heute vielleicht nicht. Ja. Wir haben heute noch was anderes zu tun. Wir fangen jetzt einfach an. Pass auf. Es sind nach dem Abstieg in das scheiße Becken einige Wochen vergangen. Ihr habt halt gechillt. Habt ja auch Monetos. So rumgecruised. Ja, Carbon hat sich ja ein bisschen mit Drohnen beschäftigt und so'm Stuff.
Und irgendwann meldet, also Jojo hat ja eigentlich mehr Kontakt noch mit Billy, die wird sich halt irgendwann einfach nicht mehr melden. Mhm. Okay. Na, Jojo wird jetzt erstmal, keine Ahnung, ein paar Tage wird sie erstmal irgendwie, ne? Kann ja sein, Billy ist ja manchmal Billy. Wenn so eine Woche rum ist, spätestens, denn dann sind normalerweise sämtliche Aktivitäten, denen sie nachgegangen ist, irgendwie vorbei. Im Regelfall. Schickt sie Kaban auf jeden Fall mal eine Nachricht. Hast du was von Billy gehört? Bis auf das von vor 2 Wochen? Nö. Dann ruft sie dich jetzt an. Jo. Jo. Hey. Du hast auch nichts mitgeschnitten. Hat sie irgendwas gesagt? Also zu dir? Keine Ahnung. Hat sie irgendwas gesagt? Dass sie weg wollte oder sowas? Nee. Aber ich habe ja auch mit ihr nicht so viel zu tun. Also von daher, nee, sie hat nichts wirklich gesagt. Nur halt, dass sie, die hat mal ihre diese Aufgabe erwähnt, die sie hatte. Ja, aber davon weiß ich auch. Okay, in der Verbindung. Okay, gut, also nein, weil ich jetzt irgendwie seit einer Woche versuche, sie zu erreichen und sie partout überhaupt nicht mehr erreiche. Also vorher mal kurz telefoniert und mal ein paar Nachrichten geschrieben und bla, alles chillig, aber... Was sagen denn ne, ihre Freunde dazu? Hast du sie schon mal angerufen? Ich habe jetzt erstmal dich angerufen, weil es hätte sein können, dass irgendwas ist, wobei sie vielleicht Hilfe brauchte, wobei ich ihr nicht helfen konnte und sie hat dich angerufen. Stimmt. Deswegen dachte ich, okay, rufst du mal Kaban an. Vielleicht ist der ja auch verschwunden. Nee, alles gut. Ich okay. Gut. Guck mal kurz an mir runter. Ja, bin da. Vollständig. Ja. Keine, kein Fuß weniger oder eine Niere oder... Nee. Jetzt wüsste ich jetzt gerade nicht. Okay, das ist beruhigend. Dann... Würde ich sagen, rufen wir mal, wie hieß der Mann? Ivanovic an. Gute Idee. Genau. Ich kann auch hinfahren. Aber also. Wenn sie, also ich glaube, sie hatte ihn mal im Zusammenhang mit der ganzen Matrix-Sache erwähnt, deswegen macht es auch Sinn. Ich glaube, dann braucht man ja jemanden, der dann auf einen guckt oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas hat sie erwähnt, glaube ich. Dann rufe ich jetzt mal da. Hm. Vielleicht ist ja irgendwas passiert, vielleicht ist sie ja da. Ja. Mich nervt das. Jetzt kann ich verstehen. Rufst du mich gleich an, wenn du ja. Näheres weißt? Oder soll ich mitkommen? Ach so, Na, ich kann auch hinfahren. Das ist eigentlich klüger. Ich rufe ihn mal, der will immer, dass man da vorher anruft. Ich rufe ihn mal ganz kurz an. Mach das. Meld dich gleich. Piep. 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 Ist das der Anruf oder was ist das? Das ist das Freizeichen. Ach so. Geht der nicht ran, oder was? Jojo legt auf. Okay, wir fahren hin. Gut, ich hol dich ab. Okay. Oder liegt sie auf dem Weg? Quasi, ja, egal. Ich glaube, sie liegt auf dem Weg. Warum liegt sie immer auf Wegen? Ja, weil sie ist halt so klein und jemand hat sie umgerannt und dann liegt sie halt da und kommt nicht hoch. Guck dir die Schlabberärmchen an, das wird halt nichts. Ernsthaft. Schrecklich. Tja. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Gut, wir fahren zu Ivanovic. Jutti. Lasst mich ganz kurz überlegen. Ja, ist ein schöner Innenausstatter. Hä? Du willst mir sagen... Innenausstattung und Dekor. What? Das war früher nicht da. Nee, da war ja früher Ivanovic. Der dreckige kleine Saftsack. Wo ist der hin? Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Okay. Ich habe null Ahnung, wo der dreckige... Das kann nicht mal sein. Das sollten wir eventuell rausfinden. Vielleicht weiß er ja was. Weil der wird ja nicht einfach so verschwunden sein mit ihr. Vielleicht. Oder, ne? Nee. Nicht, dass das irgendwie in dem Zusammenhang steht.
Vermutlich wäre es so. Es kann sein. Also das ist so. Ich meine, wir können ja mal reinfragen und seit wann sie sind. Kann man irgendwo sehen, seit wann es diesen Laden gibt? Man kann sehen, seit wann es ihn gibt, aber nicht seit wann er hier ist. Er war vorher in New Schneue und war halt schon 3 Jahre. Ich gehe mal rein. Ja. Und da gibt es ja bestimmt eine nettere Bedienung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sage mal, Brüste sind nicht gemacht. Aber es ist schon komisch, dass sie halt irgendwie 500 Mal so groß sind wie der Rest des Körpers und also super schlank und gar nicht überschminkt und die Lippen sind aber auch ganz schön dick und also da ist einiges los, die weiß, wie man Dinge ausstattet oder so. Oh, ja. Sie wusste, wie sie sich innen ausstattet. Sie. Ja, ich gehe nochmal rein. Ja. Hallo. Hi. Ja, mal eine Frage. Seit wann sitzt sie denn hier? Also, ich meine, dieser Laden. Ich habe sie ja immer nur in Jasmeuer gesehen. War jetzt gerade ein bisschen überrascht, sie hier anzutreffen. Ah, so ein Monat. So ein Vielleicht Monat. Vielleicht anderthalb. Kurze Überlegung. War mal OT hier. Wann war ich das letzte Mal bei dem Arzt? War ich schon mal bei dem Arzt? Ich glaube ja, aber das muss super lange her sein. Ich glaube, ihr habt sie hingebracht nach dem allerersten Job, weil sie da ja dann das Stimpatch hatte und nicht mehr so richtig funktioniert hat. Aber okay. Das war halt irgendwie im Oktober oder im November. Also es klingt auf jeden Fall plausibel, dass sie seit einem Monat... Okay. Und kann ich was für dich tun? Nee, das reicht mir schon. Dann komme ich bestimmt nochmal wieder vorbei. Ich weiß jetzt ja eure neue Adresse. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Die sind schon seit einem Monat hier drin. Billy hat nichts erwähnt. Dass Ivanovic weg ist, das hätte die doch gesagt. Sie hat ihm ziemlich vertraut, soweit ich weiß. Ja, hat sie. Und die hätte mir das erzählt. Das hätte sie mir unter Garantie erzählt. Weil die Kleine sah jetzt auch nicht so aus, als hätte sie den Grund zu lügen. Nee, ach Quatsch. Das will ich damit auch nicht sagen. Also von daher, der Typ, von dem wir das Auto hatten, das war doch auch hier ein Freund von ihr. Boris, ja. Boris, ja. Ja. Fragen ja, Sie doch immer den. Ja. Ich habe noch ein paar Leute auf der Liste. Du kennst sie besser als ich. Boris, wenn das nichts wird, vielleicht seine Frau. Na gut, wenn Vicky. Er nichts weiß, dann wird sie ja wohl auch nichts wissen. Wahrscheinlich, oder? Ich meine, die reden doch miteinander bestimmt. Eigentlich schon. Ach, was weiß ich. Ich habe bei den beiden nie durchgeblickt. Ich habe die auch nie zusammen an einem Ort gesehen. Niemals. Ich habe sie auch noch nicht oft gesehen. Beide nicht, aber... Okay. Boris, ich habe keine Nummer von dem. Oder habe ich eine Nummer von dem? Nee, ich habe keine Nummer von dem. Aber ich weiß, wo der Laden ist. Da. Ja, du hast keine Nummer von ihm. Ja, du weißt, wo sein Laden ist. Der ist halt ungefähr 147.000 Kilometer weit weg als Wallis Laden. Und da der Club halt meistens nachts offen hat, wird er tags vielleicht nicht anzutreffen sein, ne? Ja, ist richtig. Ja, dann ab zu Walli. Hier kommt an. Wir gehen rein. Sehr gut. Seid drin. Ich weiß, glaube ich, noch so ungefähr, wo ich hin muss. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo du hin musst. Da steht bloß so ein Guy davor. Kappa, das ist der irgendwie, als du untergekommen bist, da war so ein Typ, der damit auf die Mädels aufgepasst hat. Das ist der. Mhm. Und steht da halt vor dem Büro rum. Und naja, lässt da halt keiner rein. Kann ich mich an seinen Namen erinnern? Ja. Natürlich hieß er Timur. Hey, Timur. Können wir mal kurz rein? Sorry. Können wir eine Nachricht hinterlassen? Klar. Gut. Ist irgendwie was zu schreiben, wo ich das drauf... Oder kann ich dir eine Nachricht schicken? Ich hab hier sag einfach, dass wir dringend mit dir sprechen müssen. Es geht um Billy. Oder so. Genau. Machen wir es so. Ja. Und es ist wichtig. Unsere Nummern hat sie, glaube ich, ansonsten hier.
Ich übermittel dir meine Comic-Nummer. Jo. Jo, habe ich bis weitergeleitet. Dankeschön. Und, sonst alles fit? Ja, easy. Deutlich entspannter hier als irgendwie in den Buden rumzocken, weil, naja, Bitches. Ja, die haben manchmal ganz schön gekrielt. Ja gut, dann, wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Ich wünsche dir was. Und steh dir nicht die Füße im Bauch. Außer. So. Und so, wenn die innerhalb der nächsten paar Stunden nicht anruft, gehe ich da nochmal hin. Klar. Du hattest noch mehr Leute auf der Liste? Ja. Na dann. Ja, die gehen jetzt wieder raus und dann ruft Jojo Vicky an. Hey. Sag mal, hast du irgendwie... Du hörst dich so an, als hättest du Lust auf ein gutes Frühstück. Ich bin ganz Ohr. Na, pass auf. Wo willst du ein gutes Frühstück? Auf einem Teller. Ist mir egal. Ist dir egal? Okay, ja. Lass mich kurz überlegen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo du wohnst, aber Jojo sagt dir jetzt einen Laden, so ein Café halt, wo man auch anständiges Essen kriegt. Also viel Essen. In Donsko oder was? Ja. Okay. Bin ich bald da. Was ist bald bei dir? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden? Ich muss mich duschen und dann muss ich die Zähne putzen. Und dann muss ich mich anziehen. Zähne putzen und duschen kann man gleichzeitig. Das ist voll ekelhaft in der Dusche, da schimmelt's. Ha! Na gut. Und dann muss ich losfahren. Und dann muss ich 7 Kaffee trinken. Also 1,5 Stunden. Na gut, bis gleich. Tschüss. Und was Gott, was ist denn mit den Leuten los? Wieso? Keine Zeit? Doch. Ja, ist doch alles gut. Aber es dauert noch lange. Ach Gott. Gut, besuchen wir vorher noch jemand anderes? Ja. Gut, wen? Wo muss ich hin? Da vorne links. Okay. Hä? Die Modeschnäpfe. Die Sanja. Alles klar. Nee, kommst du an. Ist jetzt nicht das Ding. Jojo geht rein. Ich folge. Wenn sie da ist. Ja, ja. Sie hat offen. Natürlich hat sie offen. Was kann ich denn heute für euch tun? Polizisten-Outfit. Hi, nee. Überhaupt nicht. Sag mal, wann war Billys letztes Mal hier? Hier war sie das letzte Mal irgendwie vor 6 Wochen oder so. Scheiße. Wann hast du das letzte Mal mit ihr geredet? Das letzte Mal, als sie hier war, war sie mit euch hier. Und das hast du mit ihr geredet, das muss so vor ein bisschen mehr als 2 Wochen oder so habe ich telefoniert. Hat sie irgendwas erwähnt, dass sie weg wollte? Nee. Okay. Danke. Die hatte doch so viele Termine hier mit dem... Was schon? Nee. Na, hier mit ihrer Arbeit. Ach so, ja. Von daher konnte sie gar nicht weg. Okay, dann... Was ist denn los? Das weiß ich noch nicht genau. Und was weißt du? Nichts, das ist ja mein Problem. Sagt sie einfach, wie suchen sie? Wie bitte, Daddy? Falls sie sich bei dir melden sollte, sag ihr bitte einfach, sie soll mal anrufen. Okay. Dankeschön. Ja. Sie ist jetzt nicht da, oder was? Wir könnten mal bei ihr zu Hause rumfahren, für uns halt. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Aber ich war schon bei ihr, sie hat sich nicht... Naja, egal, so. Alles klar, danke, Sanja. Die ist jetzt nicht da, oder was? Anscheinend können wir sie gerade nicht erreichen. Aber machst du da keine Sorgen... Wir kriegen die bestimmt wieder zu fassen. Okay.
Habt ihr schon bei Wally gefragt? Quasi dabei. Sie hatte gerade keine Zeit für uns. Achso, okay. Na, die wird das sicherlich, wie es Modi ist. Sicherlich. Ja. Okay, dann mach's gut. Tschüss. So, Wohnung. Na, geklingelt habe ich schon, da war keiner. Aber wenn sie jetzt ist, dann breche ich halt die Wohnung auf. Du warst grad da? Jojo war... Du hast immer gesagt, so Anrufe und so. Jojo hat zumindest bestimmt mal geklingelt. Irgendwann mal auf dem Weg oder so. Okay, unten am Hausergang hast du geklingelt, okay. Wenn sie anfängt, sich Sorgen zu machen, ja. Easy, du hast unten am Hausergang geklingelt. Ja. Easy. So, genau, Jojo war ja schon öfter bei Billy. Wie ist denn das da gesichert? Bla, 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 bla. Kann sie das Ding aufbrechen, ohne dass da jetzt jemand Theater macht? Naja, kann schon sein, dass jemand Theater macht. Kann schon gut sein. Ich wohnt hier in der Nähe von Wally und da ist es eigentlich einigermaßen okay. Na gut, dann erstmal nicht. Dann fahren wir jetzt... Hat sie einen Drohnenport in ihrer Wohnung? Na klar. Verdammt, das Haus muss ja sagen, es ist okay. Sonst kommt man dann genau. Aber ich kann mit ihr mit einer Drohne quasi zum Fenster fliegen und da mal reingucken. Nein, verspiegelte Scheiben. Ah, verflucht. Mann, ich wollte meine Drohne mal ausprobieren. Na, ist egal, wir müssen erstmal jetzt zu Vicky. Wird langsam Zeit, wir haben jetzt irgendwie schon wieder Weg gebraucht und bla, wir müssen jetzt zu Vicky. Ja. Und wenn Wally nicht bald anruft, dann trete ich dir in den Arsch. Das kann ja wohl nicht sein, blöde Kuh. Die war schon immer so zickig, das ist fürchterlich. Reg dich nicht auf, die wird einen guten Grund haben, warum... Vielleicht. Nein, die hat einfach keinen guten Grund, die ist einfach nur eine doof Kuh. Vielleicht redet sie ja gerade mit Billy und hat deswegen keine Zeit. Das glaubst du doch selber nicht. Was weiß ich. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich Billy irgendwas getan hätte, weshalb sie sauer auf mich sein sollte. Ja, vielleicht hat sie einfach nur auf der Arbeit ein bisschen viel zu tun gerade. Reg dich nicht auf, wir werden schon eine Möglichkeit finden, wir werden sie schon finden. Ja, und wenn alles schief geht, dann suche ich jedes einzelne Sarghotel ab, weil hier irgendwann sie vielleicht irgendwo wieder hacken war und irgendwas da schiefgelaufen ist. Ich meine das ernst. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe keine Lust, bis nach Snowmissibis zu fahren und ihre Eltern zu fragen. Ja, das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr seltsam. Naja gut, da vorne ist das Café. Okay, prima. Dann, ne? Also das Café mit Buffett und erweiterten Mega-Frühstück auf Doom und so richtig viel. Na klar, okay. So richtig, damit man auch satt wird. Wo man nach Masse bezahlt und zwar eher, ne? Da wird nach Kilogramm abgerechnet. Genau, darauf wollten wir noch hinaus. Du gehst Trollbuffy. Du gehst ins gute alte Trollbuffett, das finde ich vernünftig. Ihr seid nicht die einzigen Menschen. Aber ihr seid eine Minderheit. Und die Kleinsten. Also ja, da kommt dieser kleine Stöpsel rein. In diesem Restaurant. Dann kommt Vicky und dann kommt Jojo. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ja. Die sitzt schon irgendwo da in der Ecke und hat einfach mal so einen Teller mit Essen. Aber sie hat das Kilogramm nicht mal ausgeschöpft. Was ist die dumm? Ja. Jojo macht es! Ja, du nimmst dann ein Tablett und schaufelst dann einen Haufen Gedöns drauf und wirst dann, also du gehst dann direkt damit bezahlen, ne? Ja. Stellst dein Ding auf die Waage, wie viel werden das so circa sein? Erzähl mal. Naja, kommt drauf an. 1,1 Kilogramm. Okay. Der Troll guckt dich an, beugt sich runter. Ich sehe das jeden Tag. Ich habe einen großen Magen. Da kommt so ein Stöpsel und will mir erzählen, dass er das alles isst. Und dann schmeißt er die Hälfte weg, mindestens. So, und der Stöpsel ist meistens ein Kopf größer als du. Oder zwei, oder drei. Und du willst mir erzählen, du frisst 1,1 Kilogramm. Das ist doch schon die Hälfte deines Körpergewichtes. Ich würde sogar darauf wetten. 5 Nuyen, dass sie es schafft. Wenn ich sehe, dass du was davon wegschmeißt, dann fliegst du in die Tonne. Quasi hinterher, verstehst du? Okay.
Er fliegt in die Tonne, wenn ich was wegschmeiße. Das finde ich einen guten Deal. Alles klar. Du fliegst in die Scheißtonne, wenn du das wegschmeißt. Sag mal! Ich sehe hier jeden Tag die ganzen scheißen Gnoms und Orks und Zwerge sich einen Haufen Essen drauf tun, zum Troll super Konditionspreis und dann die Hälfte wegschmeißen. Und wenn ich das hier noch einmal sehe, und zwar heute und zwar von dir, dann fließt du einfach in die Scheißtonne. Sag mal! Guck mal darüber, find dass ich die Kinder du bist haben, neu, oder? Einfach 200 Gramm. Du weißt, was ich hier hört. Und du kommst an, bist noch einen halben Kopf kleiner als die und haust dir einfach so viel Scheißfressen auf den Teller. Da bring ich mich auf! Du bist neu, oder? Sehr gut. Ich hab dich hier auf jeden Fall noch nie gesehen. Aber bist du hier eine kleine Bekanntheit drauf, wie hältst du dich? Nö, aber ich war schon öfter hier. Udo kennt mich. So, jetzt mach's gut, du bist mir zu unfreundlich. Die Tonne wartet. Und mein Essen auch, sonst wird es nämlich gleich kalt. Würdest du es wieder abwiegen? Nee, er macht das dann. Du wirst, bei dir hat er ein bisschen mehr Vertrauen, dass du das essen kannst. Und dann könnt ihr euch dahinter setzen. Ist ja auch nur ein Kilo. Easy! Ein Kilo Nahrungsmittel. Safe. Also sicher. Krieg mal hin. Jo, ihr könnt dann hinter. Das ist gar nicht so viel. Also doch, aber... ich hab dich schon ein Kilo essen sehen, Spielleiter. Ja, aber ich bin auch einfach mal 50 Zentimeter größer als Jojo. Das war übertrieben, aber trotzdem. Ich habe damals von Freunden 1,1 Kilo Steak gekriegt am Stück. Richtig. Du musst auch bedenken, was das für eine Art Nahrungsmittel da ist, ne? Das sind, sagen wir mal, so bulettenartige Sachen aus hochkonzentrierten Säupack. Gut gewürzt, so richtig gut gewürzt, denn das muss ja auch nicht schmecken. Aber das ist auch komprimiert und das stopft und das ist nicht leicht. Also, Jojo war da nicht zum ersten Mal. Da schafft die das, aber das denkt auch keiner und ich finde, der hat ein Recht, sich aufzuregen. Hat er ja auch. Na, hat er ja auch gemacht. So. Sie setzt sich zu Vicky. Jupp, ich setze mich dazu. Gut. Die hat noch irgendwie Abdrücke von so kleinen Werkzeugen im Gesicht. So rote, weißt du, ne? Du hast Muster im Gesicht, weißt du das? Das ist mein Tattoo. Das ist nicht so geworden, wie es wollte. Ach so. Eigentlich sollte es eine Fee werden, die einen Drachen frisst, aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja, der Spatel lag falsch. Mist. Deswegen sieht das jetzt aus, als hätte die Fee einen ziemlich komisch geformten Fuß, anstatt irgendwie Flügel. Das ist gegen Feen, Behinderten, Rassismus, weißt du? Ach so? Das ist mein Statement, ich bin jetzt politisch aktiv. Ach so, mit Plakaten und allem drum und dran. Kettest du dich auch an Bäumen fest? Bist du bescheuert? Nein. Kettest du dich vor dem Rathaus fest? Da komme ich doch nicht mal hin. Kettest du dich vor einem Staffershack fest? Das könnte ich überlegen. Diskriminieren die da behinderte Feen? Bestimmt. Das ist Aztec. Ach stimmt, das mache ich. Sag mal... Das da mit dem Essensberg auf deinem Teller, ne? Ja. Das weißt du ganz genau, dass sie den wegmacht. Das wirst du wirklich schaffen, stimmt's? Ja, ich habe sogar schon etwas weniger als beim letzten Mal. Beim letzten Mal musste ich kämpfen. Und das will man ja nicht. Ja, guten Appetit. Danke. Ich habe seit mindestens 6 Stunden nichts mehr gegessen. Ich habe sehr großen Hunger. Na dann, guten Hunger, würde ich sagen, ne? Und guten Hunger. Lass uns schmecken. Wer bist du eigentlich? Du, ihr kennt euch doch. Wir kennen uns, wir haben zusammen gesoffen. Merkst du selber, ne? Stimmt. Karma. Warst du schon so besoffen, als du da... Als du, ja, doch, du warst schon ziemlich dichter, als du gekommen bist. Du hast recht. Ich weiß... No, nee, da waren wir dort hier bei... Sascha. Ja, weiß ich noch. Da war so ein Ork. Hm. Der Ork war mit dem haben wir... nee, da haben wir auch... Ah, das war der. Nee, das war der Abend. Okay, klar. Ach, der wohl... Ist... bekannter Abend. Nee. Du hast noch echt recht Restalkohol, kann das sein? Nee, die hat überhaupt keinen Restalkohol. Achso, okay, gut. Die sieht einfach, also ich meine,
Werkzeug am Schreibtisch eingeschlafen. Also ja, genau. Am Werktisch eingeschlafen. Genau. Aber jetzt sieht man das nicht mehr, weil ihr Gesicht natürlich jetzt komplett dunkelrot ist. Ist ja klar. Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kennt ihr euch. Aber jetzt müsst ihr euch neu vorstellen. Kaban, das ist Vicky. Vicky, das ist Kaban. Sag mal, nur um mal zum Grund meines Anrufs zu kommen. Hast du in der letzten Zeit mal mit Billy gequatscht? Was ist denn die letzte Zeit? Na, so die letzte Woche ungefähr, vielleicht anderthalb. Also eigentlich die letzte Woche. Nee, da nicht. Wieso? Weil sie nicht auffindbar ist. Was? Ja. Und ich bin quasi gerade dabei, die Freunde abzutelefonieren. Okay, nee, da habe ich nicht mit ihr geredet. Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, war, als sie mir nochmal die Nachricht geschickt hat, dass ich doch nicht mehr nach dem Dude gucken soll und seiner Geschäftspartnerin da. Weißt du, was ich meine? Ja. MC Hammer quasi. Mhm. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Okay. Und seit wann ist sie jetzt nicht mehr erreichbar? Ungefähr eine Woche. Also die ersten Tage habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, weil es ist einfach mal so, also es war schon öfter, aber... Okay, die arbeitet doch jetzt auch irgendwo, ne? Oder? War das nicht so? Ich weiß, als wir uns getroffen hatten, hatte Billy irgendwas erzählt, wo sie jetzt arbeitet. Ach so, das meinst du? Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich weiß es noch. Ich weiß es nicht. Also mit der Tussi, wo das da ist, konnte ich noch nicht reden, weil die noch keine Zeit hatte. Da fahre ich heute Abend nochmal hin. Aber... Ach so, okay, das stand also auch auf der Liste. Ja, das steht auch noch auf der Liste. Okay. Hatte B zu Hause? Noch nicht, das machen wir jetzt auch noch später. Also ich habe mal bei ihr geklingelt schon mal, aber sie hat halt nicht aufgemacht. Nur reingegangen bin ich quasi noch nicht. Das steht, wie gesagt, noch auf der Liste, aber das möchte ich nicht jetzt machen, weil sonst nerven da wieder alle. Hm. Okay. Gut. Was war das für eine Sache mit MC Hammer? Zweimal gebeten, da irgendwas rauszusuchen, und als dann fast irgendwann irgendwas greifbar war, hat sie gesagt, ich soll nicht mehr. Und ich meine, es ist halt nicht irgendjemand. Pass auf, wir essen jetzt erstmal auf und dann gehen wir irgendwo hin, wo wir ein schon mehr Ruhe haben, und dann erzähle ich dir alles. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe gedacht, das ist, wirst du den Rest? Pack drauf. Sehr gut. Hast 1,2 Kilo Nahrungsmittel. Ja. Kannst wieder 4 Zauber sprechen, kannst du ja aufschreiben. Wieso kann ich wieder 4 Zauber sprechen? Weil wir letztes Mal hatten, dass du so viel essen musst, weil Zaubern so viel Kalorien kostet. Ach so, okay, gut. Jojo wird essen. Ja, ich werde auch genüsslich mein Kilo Fleisch, mein Kilo Kunstfleisch runter schlabbern. Sofern es denn geht. Hey, ja, klar geht das, das ist Grill. Also, da ist der Eiweiß, läuft. Da kannst du schießen wie nix. Läuft, geht ab. See, gut. See. Ne? Und ja, dann quasi werde ich mich genüsslich nach hinten lehnen, mein Kaltgetränk genüsslich trinken, während ich Jojo dann beim Essen so gucke, weil sie ja extrem viel langsamer ist als ich. Ja. Ja, das ist so. Es wird halt einfach eine Stunde dauern. Es ist einfach unglaublich. So. Ist kein Thema. Nee, ist es auch nicht. Eine Stunde später. Ich nehme an, Jojo wird dann selbstverständlich auch noch mit ihrer Gabel, denn manierlich, die Krümel zusammenkratzen und die sich auch noch in den Mund befördern. Selbstverständlich. Den Teller ablecken darf man ja nicht als gutes Kind. Jutti. Der Troll kommt auf dich zu. Ja. Macht ein Foto von dir. Was soll das denn? Ja, das kommt da drüben hin an die Wand. Hier, wisst schon, Honor und so. Nee, kommt's nicht. Was soll denn das heißen? Ist vielleicht besser, wenn es da nicht hängt.
Mann, Alter, na klar kommt das da hin. Ja, mach halt. Dreh ich halt um, mach ich ein Foto von hinten, ist mir egal. Gut. Geh oft dazu, soll jeder sehen, wie klein du bist. Sie steht auf. Mach dein Foto, es kommt dann an die AR-Tapete und daneben halt veranschaulicht, wie viel du gegessen hast. Das heißt, da wird halt ein riesen Teller aufgehäuft sein, sodass es die Größe des übereinander geschichteten Nahrung neben dir ist. Und dann sieht das auf jeden Fall aus, als hättest du ein Bein gegessen. Das ist schon gut. Hm. Läuft. Na guck. Ich muss mir mal hin und dann muss ich mal auf die Wand. Wie viel müsste ich denn essen dafür? Naja, im Verhältnis halt so viel. Also sagen wir mal 4-5 Kilo. Hm. Das ist schon hart. Du bist ein großer Junge, von dir kann ich was erwarten. Ah, mal sehen. Dafür werde ich trainieren. Oh, Marshmallows? Danke, nein. Gerade nicht. Ich bin's. Können wir jetzt mal gehen? Ja. Okay. Gerne. Seid ihr mit dem Auto? Ja, deswegen ja. Da können wir uns jetzt reinsetzen, wenn du Lust hast. Mhm. Ja, sie guckt sich um, wo wohl eure Karre stehen könnte. Jojo geht dahin. Die Karre kommt uns entgegen. Gut, dann kommt ihr Motorrad bestimmt auch um die Ecke entgegen. Und dann wird sich da einfach reinsetzen. Juti. Also. Was heißt, was war das für eine Nummer? Ganz grob gesagt, wir haben dem Typen ein bisschen ins Handwerk gefuscht und seine Partnerin war nicht besonders erfreut darüber. Und seine Partnerin hatte da quasi einen kurzen Matrix-Zusammenstoß mit Billy. Und das war ziemlich böse. Zu ihren Gunsten, also nicht zu Billys Gunsten. Also wenn ihr dem Handwerk irgendwie ans Bein pisst, dann hat sich damit das Zimmer erledigt. Hä, wie, dann hat sich das erledigt? Dann hat er sie... Der Typ ist aus der Handwerkskammer geflogen. Hä? Der Typ hat sich erledigt. Er ist tot. Mhm. Weil er eben ins Handwerk gefuscht hat. Dinge passieren. Dann würde ich mal sagen... Okay, für das nächste Mal, wenn ihr mich um irgendwas bittet, wäre es super cool, wenn ihr euch mit jemandem anlegt und ich soll dann Nachforschungen machen, dass ich weiß, dass ihr euch mit dem angelegt habt, das wäre super. Ja, ich wusste nicht mal, dass Billy dich da beauftragt hat, da was rauszufinden. Das wäre tatsächlich sehr geschmeidig. Doch, würde mir gefallen. Ja, beim nächsten Mal, also sollte ich dich um sowas bitten, werde ich dich vorher darüber aufklären. Ich wusste tatsächlich nicht, dass da eine Absprache stattfand. Billy meinte nur, es wäre wichtig und in den Monaten kam ich nicht so gut zurecht, aber okay. So. Dann die Hackerin hat Billy in der Matrix gesehen und wird sie jetzt vermutlich aufgespürt haben. Wir sollten also direkt zur Wohnung. Hm? Könnte man tun, ja. Ich manövriere das Auto zu der Wohnung und nachdem man mir gesagt hat, wo das ist. Ah, ich liebe diesen Sound. Yep. Ihr kommt an. Es sind ja schon einige Stunden vergangen, das heißt, es ist gerade eine gute Schichtzeit, dass nicht viele Leute dort unterwegs sind. Gut. Nur so ein paar Straßenkiddies, aber die sind ein bisschen weiter weg, saufen und halt schon ziemlich gut dabei. Also. Jojo, du hast doch damals was von mir in die Wohnung gebracht, du könntest doch theoretisch da jetzt immer noch so rein, oder? Stimmt. Aber hatte Jojo da einen extra Berechtigungsschlüssel oder hat Jojo sogar einen Schlüssel? Wenn ich mich recht entsinne, hast du das Schloss geknackt. Okay, dann mache ich das wieder. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ihr brecht unten die Tür auf. Ihr geht nach oben. Oben steht ein anderer Guy von Bali vor ihrer Tür. Bitte was? Da steht so ein anderer Guy von Bali, der dort arbeitet, bei ihr vor der Tür. Warum? Schiebt er da Wache? Naja, er steht halt mit dem Rücken zur Tür und hat die Arme verschränkt und die Beine so leicht breit und... Bitte was? Ich weiß nicht genau, moin. Was daran du jetzt nicht verstanden hast. Ja, moin! Ah. Was geht? Du bist mal nach Billy. Ja, das geht jetzt nicht. Wieso geht das nicht? Weil er nicht da ist. Wieso stehst du dann hier? Damit jemand reinkommt. Wo ist sie?
Nicht da. Wo? Frag sie doch selber, man ruft sie doch an. Geht gerade nicht. Ja, dann wirst du dich gedulden müssen. Oder? Alter, jetzt reicht's mir. Ich glaube, die Fotze hat den Arsch offen. Jojo geht wieder runter. Ja. Würdest du bitte Walli Bescheid sagen, dass wir mit ihr reden müssen? Dringend. Das ist mir egal, ich gehe da jetzt hin. Und wer bist du so? Kaban. Und wer soll das so sein? Walli wird das wissen. Meinst du? Na, kann ich machen. Hier, schreibe mal eine Nachricht. Und, ne, Kaban und Jojo. Das sollte sie. Jojo mit J oder mit Y? Jojo ist schon runter. Ich weiß, aber die ist wütend. Mit J. Okay, alles klar. So, hier, er zeigt dir, dass er die Nachricht gesendet hat. Dankeschön. Schönen Abend noch. Hm. So, Jojo ist unten. Die schicke aber eine Nachricht, komm jetzt runter, wir fahren jetzt sofort rein, ich lass mir doch nicht von der blöden Ficker auf der Nase rumtanzen. Ja. Ich steige ins Auto, brauche ein Moment, wie spät ist es? Das ist egal, wenn da macht Boris jetzt auch Theater. Jetzt auch machen. Es ist inzwischen 17 Uhr. 17 Uhr, alles klar. Vicky ist ja noch im Auto, ne? Ja. Was war? Brauchen wir dafür Werkzeuge dafür den Besuch? Nee. Gut. Was ist jetzt hier los? Ich muss gleich noch kurz was klären. Du kannst dann in der Zeit im Auto warten. Wir kommen da jetzt gerade nicht rein, weil eine andere Schlampe gerade durchdreht. Kann ich bitte eine Erklärung haben? Kennst du Walli? Hat mal von ihr erzählt? Irgendwie... Billy hat mal von ihr erzählt, ja, auch in deinem Beisein, soweit ich weiß. Ja, die dreht gerade ein bisschen quer. Wieso? Ja, weil die spinnt, was weiß ich. Was macht sie denn? Nichts, das sie ist ja das Problem. Nicht, sie lässt uns keine Informationen zukommen. Ja, aber warum wart ihr jetzt nicht drin? Weil wir nicht reinkommen. Weil ein Guy von ihr da steht. Und ich denn jetzt nicht zusammen dingsen wollte. Jetzt fahren wir zu ihr. Ja. Ja. Du kannst im Auto warten, wenn du willst. Du musst dich da nicht einmischen. Ich kann gerne mit reinkommen. Oder so. Wenn wir jetzt zu ihr fahren, sind wir also nicht willkommen. Nein. Möglicherweise nicht. Wie sie ja nicht willkommen? Keine Ahnung. Vermutlich, so wie sich das bis jetzt darstellt, relativ unwillkommen. Wie gesagt, du musst nicht mit. Eigentlich, aber naja, egal. Ist das Level von Unwillkommen schon grenzwertig zu gewalttätig? Also während sie das fragt, wenn sie so weitermacht, kontrolliere ich meine Waffe an meinem Tarnholz an meinem Bein. Das hat keinen Sinn, Kaban. Das weiß ich auch, ich wollte nur sicher gehen für den Fall. Okay, und was genau ist das jetzt für einen Ort, wo wir hinfahren? Puff. Mit so Typen mit Waffen. Ich kontrolliere die Waffe nicht umsonst. Okay. Ich möchte gern die Zugangsberechtigung für dein Auto und im Auto warten und ein, zwei Drohnen rumfliegen lassen, falls ich was sehe. Und falls ihr schnell raus müsst und ich fahren soll. Ich möchte nicht mit reinkommen, weil ich garantiert noch unerwünschter bin als ihr. Vielleicht. Und ich kann schnell fahren. Und so und können Dinge im Auge behalten. Gib ihr halt die Zugangsberechtigung, Kaban. Du kannst die ja ändern später. Ja, ich gebe ihr einen Gastzugang für das Auto. Quasi, dass ich immer noch ein Override-Recht habe über den Account. Danke. Der terminiert ist. Nicht mehr richtig die blöde Hurenfotze. Ja, wir sollten da allerdings mit ein bisschen mehr Ruhe gleich reingehen. Mhm. Gut. Einatmen, ausatmen und dann reden wir gleich mit ihr. Verstanden? Reden. Nichts anderes. Das wird verdammt teuer, wenn wir da andere Schweizer abziehen. Teuer? Und eventuell noch mehr. Wenn wir es überleben, wird es teuer für uns. Also, nur reingehen, reden.
Ihr kommt an. Jojo geht rein. Ich folge Jojo. Sie geht schnurstracks zum Büro. Da steht so ein Typ davor. Und chillt. So. Du, mein Freund, gehst jetzt mal kurz zur Seite. Wir haben was zu besprechen. Ja, das kann ich leider nicht machen. Das ist übrigens ein anderer Typ als vorhin. Das kann ich nicht machen. Echt nicht? Nope. Warum kannst du das nicht machen? Ich will die Kleine nicht aufhalten müssen. Das ist schwierig. Bitte, was? Ich bin hier nicht zu ihrem Schutz, sondern zu deinem. Also, tu ihr den Gefallen. Mag so Kobolde. Weil wir gerade nicht gestört werden. Das ist mir völlig egal. Ja, bei mir nicht. Willst du Ärger machen? Ich leg Jojo eine beruhigende Hand auf die Schulter. Beruhig dich, ganz ruhig. Ich möchte nur kurz mit dir sprechen. Ja, das geht aber gerade nicht. Okay. Freundin, sei so freundlich und es sag geht ihr, dass wir hier sind. Es geht um jemanden, der mir sehr wichtig ist und der auch Wally sehr wichtig ist. Und wenn sie nicht dazu in der Lage ist, mir zu helfen, oder beziehungsweise es nicht will, weil sie zu arrogant ist oder weil sie zu dämlich ist oder weil sie was weiß ich nicht was ist. Beruhig dich. Dann wird das hier unschön. Du willst also Ärger machen. Nein, ich will über... natürlich, dass jetzt so ein paar andere Typen so ein bisschen aufmerksam werden, noch nichts machen, aber die sind jetzt halt... Ja, ja. Nein, ich will keinen Ärger machen. Ich markiere mir quasi im Geistigen die Position und muster die alle mal auf Waffen etc. Ja, ein Pistölchen haben die halt schon, ne? Mhm. Wie viele sind ich würde zusammen? Jetzt fast sagen, die Luft um Jojo herum knistert, aber... Hat sie sich heute mal im Griff, ja. Hä? Hat sie sich heute mal im Griff? Na, nur so halb. Hat was gelernt. Es knistert vielleicht wirklich ein bisschen. Beruhig dich, alles wird gut. Also es gibt halt hier zwei Sachen. Du willst Ärger machen, okay, oder du willst keinen Ärger machen. Wenn du Ärger machen willst, dann keine Ahnung, mach weiter. Und wenn nicht, dann gehst du jetzt. Sie hat gerade keine Zeit. Wen soll ich hier? Sind zwei Typen da, mach hier Bild, zack. Es geht ganz wichtig. Ganz wichtig. Um eine gute Freundin von uns dreien. Gute Freundin, okay. Mit Ausrufezeichen. Sind wir jetzt zufrieden? Er schickt es ihr. Seit 5 Minuten. Er bekommt eine Nachricht, liest es. Ja, ist besser, ihr geht jetzt. Ich halte Jojo ein bisschen, also, ne? Halt ihr das ein bisschen weiter auf die Schulter quasi, sodass sie nicht losspringt und den Typen zerfleischt. Und ich soll dir sagen, dass dein Auftritt bestimmt Alex nicht gefallen würde. Ich mag es nicht, wenn sie lacht, das ist immer ungut. Aber ja. Wie viel sind das insgesamt? 4. Einer vor uns, 3 hinter uns? Ja, so seitlich, in auch ein bisschen größeren Abstand, so quasi auf mehrere Zimmer verteilt, aber halt zu den Eingangsbereichen, zu dem kleinen Flur, wo ihr halt da steht. Okay, ich guck mal so, ich schätze mal die Entfernung so den erstbesten von denen ab, weil mit dem ersten vor uns wird Jojo fertig, anscheinend gleich. Ja, so 3 Meter lehnt er an der Tür. Mhm. Dann soll sie mir doch bitte sagen, wann sie Zeit hat. Jo, wird sie machen. Das soll sie mir jetzt sagen. Das weiß sie aber jetzt noch nicht. Ansonsten kannst du ja ausrichten, dass sie diese Karte, die sie gerade ausgespielt hat, gar nicht ausspielen braucht. Und jetzt geh zur Seite, wenn sie so unkooperativ ist, dann ist das hier alles sinnlos. Ich hab, du warst gerade ein bisschen laggy, hast du gesagt, du sollst zur Seite gehen, oder was? Ja. Ach cool, achso, ist besser, ihr geht jetzt. Ich meinte ernst. Jojo? Die ist gerade damit beschäftigt, sich zusammenzureißen. Deswegen sagt das so. Jojo, reiß dich zusammen. Alles wird gut. Gibt's irgendeinen Schockwellenzauber oder sowas? Das war so klar. Ich habe jetzt hier auf dem Rechner leider meinen Dings nicht. Na, was, du willst einfach... Was?
Es könnte sein, dass jetzt sowas leider passieren wird. Es ist einfach nichts Dramatisches, es ist auch nichts Schlimmes. Du leckst ziemlich hart. Scheiße. Okay, du willst, dass ich von dir ausbreitend einfach ein paar Dinge zerbersten, ja? Ich will nicht zerbersten. Ist das dein Ansinnen? Und ja, wenn von dir aus Dinge zerbersten, würde ich das behandeln wie ein Flächenzauber, der dich nicht betrifft, aber von dir quasi seinen Mittelpunkt hast. Das heißt, Kavan zerbürst auch. Typ und Einrichtung. Ich glaube, da hat sie gerade gar nicht so viel Kontrolle drüber, ehrlich gesagt. Danke. Die ist mittlerweile vorbei, aber es wird kein starker sein. Irgendwie soweit hat sie sich dann doch im Griff. Easy. Warte. Doppelte Willenskraft? Nee, lass mich erstmal gucken, ob sie überhaupt würfelt, okay, dass es für dich nötig wird. Ich hab meine SL-Screen halt nicht offen, deswegen dauert das gerade noch. Kampfzauber. Sag mal, das ist kein Elementarzauber, weil sie rastet ja nicht vollkommen aus. Das ist quasi das, was noch durch den Damm durchgeht. Dann würfel doch mal. Jetzt wirbelst du gut. Easy, und dein Entzug ist F+2. Was wird denn das für eine Force sein? 2, okay. Dachte ich mir auch. Autsch! Aua, genau. Easy, 2G für dich. Und Kaban, ja doch, Kaban, Konzi und Willenskraft ist es. Dann kann ich das ja. Und das sind 6 Schaden. Was? Körperlich oder geistige Schaden? Körperlich. Wow. Also nicht, also es sind jetzt noch 4 Schaden, ist klar. Achso, Panzerung gilt auch. Ach, gilt auch. Na, warte, lass mich überlegen. Doch, klar, gilt auch. Hatte ich vielleicht vergessen. Obwohl, warte, das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Theoretisch könntest du ausweichen, das kannst du jetzt nicht. So, dann mach mal einfach Konzi und Panzerung. Ich glaube, das ist das Richtige, was hätte gewürfelt werden müssen. Das kann ich. Das kann er. Hat er noch einen Schaden? Nee, das bin ich. Ach so. Ach, für den blöden Dude. Schlechtester Wurf von dir, den ich je gesehen habe. Ja, Pool. Definitiv. Easy. 1K kann man ja machen. 1K also, kann man machen. Kabusch oder Spoink. Genau, also das knackt halt und es rumpelt und du wirst so ein bisschen so ein Meterchen stolpert nach hinten. Der Typ auch. Die Tür wird ziemlich eingeknackt. Bilder fallen von... Bilder, sowas geht's natürlich überhaupt nicht mehr. Dekor fliegt von der Wand, eine Lampe zerbirst. Und so allgemein ist es verdammt laut. Ja. Danke nochmal, Flummi. Ich finde das ganz super und ich will damit auch nicht aufhören, nehme ich an. So, also, auf der epischen Queste der Suche nach Bilö geriet man ja nun ein bisschen aneinander. Wally und Jojo verstunden sich ja nie vollkommen gut. So, und in Zeiten, in denen man es nicht leicht hat, sucht man ja gern nach Schuldigen. Und es ist schön, dass die beiden ineinander einen gefunden haben. Ich denke, sehr bald werden sie auch sehr inniglich zusammenfinden. Vielleicht auch untenrum, wer weiß. Was natürlich nicht entschuldbar ist, ist wieder mal, dass Jojo einfach sich nicht im Griff hat, nicht mal bereit ist, die Selbstbeherrschung zu würfeln, einfach nur wieder alles zerstören will. Sie wird sich rausreden, so viel werde ich einfach schon spoilern mit, ja, das ist ewig nie mehr passiert, ich hab da einfach die Magie im Griff gehabt, aber die ist so emotional diesmal und Arme konnte ich nicht rausreißen und was weiß ich. Trotzdem nicht unschuldbar, finde ich. Weil man muss sich ja auch mal zusammenreißen. So,
Ansonsten, die Musik ist nicht nur verstörend, sondern auch sehr, sehr geil, vor allem das gesamte Lied. Das ist auch nicht repetitiv, aber ich denke, bei so einer Musik ist das auch eigentlich angemessen, dass es so ist, ne? Auf jeden Fall ist die von Great Style, von German Shepherd auf dem Album Great Style mit dem Titel Russian Style. Sehr stylisch. Für alle rechtlichen Sachen, wie zum Beispiel CC und Inhaberschaft, Tops und Gedöns. Und laute Autos. Leute. Also für all solche Sachen. Videobeschreibung, Abspann, WordPress, weiße Bescheid. Bis zum nächsten Mal.